Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne und das ist das Orakel für kollektive Energien für Juli 2019. Dafür schließe ich mich energetisch an die Seelenebene an, der all unsere Seelen miteinander vernetzt sind, und ich schaue nach, welche allgemeingültigen Energien und Schwingungen auf uns einfließen werden und wie wir am besten damit umgehen können. Zur Veranschaulichung nehme ich meinen kleinen Helfer zur Hand, das Kollektiv Männchen, das ich stellvertretend für uns alle schon mal den Juli vorausschicke, schaue, was ihm widerfährt und somit was uns widerfahren wird. Unser Kollektivmännchen geht nicht los, sondern es macht irgendwie so Flatsch, ne? Es fällt auf den Boden und ist irgendwie völlig unförmig. Ich weiß nicht, ob du vielleicht von früher noch so diese Art Slimies oder so kennst. Also es liegt komplett ohne Figur irgendwie auf dem Boden. Es ist energielos, es ist antriebslos, es hat keine Lust, irgendwas zu machen. Es ist total erschöpft. Da gehen wir ein bisschen weiter in den Juli, wie wir den Juni beendet haben, denn im Juni waren ja so viele kosmische Einstrahlungen, so viele hohe Energien, es ist so viel passiert, dass wir dann schon die letzten Tage völlig erschöpft waren, dass wir da schon einfach Zeit gebraucht haben, um zu regenerieren, und das ist ja an für sich nichts Schlechtes, dass wir ab und zu gezwungen werden, sei es jetzt von heißem Wetter oder ja, von unserem Körper, dass wir mal einen Schritt langsamer machen. Also so geht's los im Juli. Aber schon so Mitte Woche rafft sich unser Kollektivmännchen wieder auf. Es sitzt zumindest schon mal da und es nimmt so eine Denkerpose ein. Und es hinterfragt genau diese Energieaspekte. Was kostet mich Energie? Also was zieht mir Energie ab? Was saugt mir Energie ab? Sind das Handlungen, die ich mache? Ist es meine Arbeit? Sind es andere Menschen? Ist es der Kontakt zu gewissen Menschen? Ist es sonst irgendwie, ja, was Altes, was Vergangenes, wo ich nicht aufhören kann, darüber nachzudenken? Es fängt wirklich intensiv an, nachzudenken, was kostet mich Energie und wie komme ich da raus? Und das ist genial und es passt wieder sensationell zu der Energie im Juli. Denn wir starten den Juli völlig neu, auch wenn wir noch so ein kleines bisschen die Restenergie aus dem Juni mitziehen, aber es macht nichts. Wir starten direkt am Montag, der 1. Juli ist am Montag, und der 2. Juli direkt ist Neumond. Und Neumond ist immer gut für Neuanfänge, Altes abschließen, zurücklassen, aber wirklich dieses Neu-Loslegen und sich Gedanken machen. Ihr könnt Neumonde immer nutzen, um aufzuschreiben, was will ich wirklich, wie soll es weitergehen, was sind meine Pläne. Und das macht unser Kollektivmännchen, das ist sehr gut. Und das macht es noch die ganze Woche bis wirklich zum Sonntag hin, bis zum 7. Also man könnte sagen, die erste Juliwoche steht unter dem Thema Veränderung. Oder sich Gedanken machen über Veränderungen. Es ist noch nicht wirklich Veränderung im Außen, noch nicht Handeln, es ist erstmal Pläne schmieden. Und das ist super, das ist wichtig, man braucht irgendwie einen Plan. Auch wenn manchmal vielleicht alles anders kommt als geplant, aber dass man so eine kleine Richtung hat, in die man losgehen kann. Also nicht immer unbedingt wild drauf losrennen, sondern vorher noch kurz Gedanken machen. Also es passt ganz gut. Und jetzt gehen wir in die zweite Juliwoche ab dem 8. Und jetzt ist unser Kollektivmännchen ein bisschen wie eine Giraffe. Es bekommt so einen ganz langen Hals und es schaut jetzt von oben herunter. Nicht im negativen Sinn, sondern in diesem Sinne, ich will gucken, okay, wie kann ich das jetzt umsetzen? Wie kann ich handeln? Was gibt es für Möglichkeiten? Es verschafft sich einen Überblick und das ist sehr, sehr gut. Der Haken ist, na, da geht es dann gleich so weiter am 9.10., Dienstag, Mittwoch, dass das den Menschen außenrum noch nicht so ganz passt. Die merken irgendwie, es verändert sich was oder denken, ist er oder sie jetzt komisch geworden? Was hat denn die jetzt für komische Ideen? Was sollen diese komische Träumerei? Das ist doch eh alles nicht möglich, das ist doch eh alles nicht umsetzbar. Und das spürt unser Kollektivmännchen. Also die Menschen im Außen, teilweise, nicht alle, aber ein paar, versuchen es wieder runterzuziehen, versuchen es wieder kleiner zu machen, damit es eben nicht mehr will, damit es nicht drüber schaut, damit es nicht mehr versteht. Ja? Und das ist was, da geht es dann richtig zur Sache. Das ist auch sehr passend, eben so auf Ende Woche hin. Wir haben am 12. und am 13. Juli, es ist dann Freitag und Samstag, haben wir die zwei einzigen Portaltage im Juli. Das ist schon sehr aussagekräftig. Nochmal für alle, die es nicht wissen, Portaltage sind die Tage, an denen das Tor zur geistigen Welt sehr offen ist, an denen die kosmische Einstrahlung sehr hoch ist. Und da wir alle aus Schwingung bestehen, hat das große Auswirkungen auf uns, auf unseren Körper, und alles, was nicht mehr zu uns passt, kommt da raus, kommt zum Vorschein. Und wenn du das noch genauer nachgucken möchtest, alle Portaltage im Jahr, kannst du einfach unter Maya-Kalender googeln oder Portaltage Maya-Kalender, dann findest du die dort. Diese Portaltage, also Portaltage können auch unterschiedliche Energien haben. Die sind zwar immer sehr hoch, aber die können manchmal ein bisschen ruhiger sein.
Diese Portaltage sind sehr laut. Es gibt einen kleinen Knall, das gibt so eine kleine Explosion. Und zwar, ja, ist unser Kollektivmännchen am Durchdrehen oder am Explodieren. Es hat genug. Es lässt sich das nicht mehr gefallen, was die anderen Menschen außenrum wollen, wie sie an ihm ziehen. Und das ist auch gut so. Also da scheint es irgendwie zwischenmenschliche Konflikte zu geben, Streit. Irgendwie auch Wut und Ärger kommen da raus an diesen Tagen. Das ist aber auch gut, denn es zeigt, das Kollektiv Männchen und wir haben uns so entwickelt, wir haben so viel an uns gearbeitet, es ist so viel passiert im Juli, dass wir jetzt nicht mehr ertragen können, was nicht zu uns gehört. Alles, was uns eben keine Freude macht, alle Menschen, die nicht zu uns passen oder die mit uns in eine ähnliche Richtung gehen, das geht nicht mehr. Und bevor man sich der Energie absaugen lässt, muss man auch mal einen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, so nicht, ne? Oder mal auf die Hinterfüße stehen und sagen, nein, für mich passt es nicht, ich will es so und so machen und das ist mein Recht, ja. Und da scheint es eben wirklich einen Knall zu geben, der zwar unser Kollektivmännchen schwanken lässt zwischen ein bisschen traurig sein und Wut, aber das ist gut, ja. Lass da alle Gefühle zu. Das Traurigsein ist einfach nur so ein bisschen dieser Wehmutstropfen, jetzt geht was Altes zu Ende, ja, passt es nicht mehr mit Freunden, mit denen ich vielleicht schon seit Jahrzehnten befreundet bin, weil wir uns einfach in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben, weil die mich nicht so sein lassen, wie ich bin. Ja, und das ist ein bisschen traurig, aber auf der anderen Seite überwiegt gerade die Wut. Und Wut ist nichts Schlechtes, sofern man es nicht unterdrückt, nicht in sich reinfrisst. Und unser Kollektiv Männchen hat ja wirklich die Wut rausgelassen. Und es ist was Gutes, denn Wut ist auch eine hohe Energie und die bringt uns ins Handeln. Und das macht unser Kollektivmännchen gerade so übers Wochenende hin, von diesem 14., 13., 14., dann hin in die dritte Juliwoche ab dem 15. Juli. Da zieht es die Konsequenzen. Also da ist wirklich, kann sein, da kommt nochmal jemand, entschuldigt sich oder sagt, es war nicht so gemeint oder sonst irgendwie. In dem Moment nimmst du es aber gar nicht mehr persönlich, sondern du merkst einfach, okay, egal was jetzt ist, es passt nicht mehr und das ist auch in Ordnung, das ist auch stimmig. Also das ist gut, aber. Ja, du ziehst da die Konsequenzen und es kommt zum Abschluss. Und das ist auch wieder sehr passend, denn wir haben am 16., ja, das 16., 16. Juli haben wir den Vollmond. Vollmond ist wiederum eher diese Energie, eben was abzuschließen, was fertig zu machen. Und da ist nach diesem Aussortieren, dem Gucken, wer passt noch zu mir, wer nicht, ganz super da auch einen Schlussstrich zu ziehen. Man muss auch nicht immer ganz gleich so rabiat sein, sagen, ich breche den Kontakt völlig ab, aber sich da einfach mal ein bisschen eine Auszeit und Abstand zu nehmen. Das ist das, was da passiert. Das ist gut und das ist sehr wichtig. Und dementsprechend geht es auch weiter mit unserem Kollektivmännchen, denn in dieser dritten Juliwoche, Mitte dritte Juliwoche, fängt unser Kollektivmännchen an zu schweben. Es schwebt, es tanzt, es ist leicht, es fühlt sich so befreit. Also ich spüre sofort hier auch die Arme und die Beine, ne, wo man so Ketten angelegt bekommen hat, vielleicht mein vergangenen Leben, wie man sich es eben so vorstellt, dieses Gefesseltsein, das lässt los, denn wir sind für unsere Meinung eingetreten, wir sind für uns eingestanden, wir können uns selbst mehr vertrauen. Es sind aber auch nicht mehr eben so viele um uns herum, die uns runterziehen wollen. Dadurch ändert sich unser Weltbild, dadurch fühlen wir uns auch richtig, wie wir sind. Und das ist das Entscheidende. Und das ist so eine Leichtigkeit und das ist schön, einfach mal nicht mehr danach zu handeln, was denken die anderen über mich, sondern diese Freiheit ist wirklich, wenn einem das egal ist. Ja, weil man sich gut findet, weil man zufrieden mit sich ist, weil man sich wichtig nimmt und die eigenen Bedürfnisse wichtig nimmt. Und das ist eine tolle, ja, Entwicklung in dieser dritten Juliwoche. Und diese Leichtigkeit, ein bisschen wie so eine Feder, wir kommen am Ende der dritten Juliwoche wieder ein bisschen runter, aber nicht negativ. Also es ist nicht, dass uns jetzt jemand runterzieht, sondern es ist einfach so ein bisschen eine erdigere Energie, es ist eine irdischere Energie, es ist einfach so eine Energie, die es ist wieder Zeit, hier und jetzt zu handeln, uns in dieser Welt irgendwie durchzusetzen. Und da werden wieder Pläne aufgefasst von Anfang Juli. Die kommen wieder in Erinnerung. Und ich sehe jetzt unser Kollektiv Männchen mit einer Aktentasche. Also da gibt es jetzt eine Motivation, eben zu handeln. Es könnte sein, dass da eben dann Bewerbungsgespräche oder Vorstellungsgespräche stattfinden. Könnte sein, dass man neue Kunden akquiriert. Auf jeden Fall geht unser Kollektivmännchen raus und zeigt sich. Und das ist wichtig, da ins Handeln zu kommen. Und da passieren spannende Dinge Richtung Ende der vierten Woche, sind wir da schon, so den 26. rum. Da sind einige Türen, an die unser Männchen klingelt, die werden wieder zugeschlagen, ja, muss ich schon sagen. Also es wird nicht ganz so reibungslos verlaufen, wie du dir das vorstellst. Es ist spannend, am Anfang habe ich ja schon gesagt,
ist es gut, Pläne zu schmieden, auch wenn die nicht immer ganz so laufen, wie man sich das wünscht. Und das scheint hier so der Fall zu sein. Das finde ich immer spannend. Im Nachhinein kommt immer, warum habe ich jetzt das gesagt? Ah, dann erklärt sich's dann später. Und genauso ist es hier auch. Es läuft nicht ganz nach Plan. Und wir sind so ein bisschen enttäuscht, so um den 27., 28. Aber jetzt ist schön, jetzt geht so eine Tür auf, fast schon ein Tor, ist ganz hell strahlend. Das sind die letzten Tage im Juli, diese angebrochene Woche vom 29. bis 31. Juli. Da wird sich eine Tür öffnen. Das ist großartig. Also da geht was auf, da kommt plötzlich von irgendwoher eine überraschende Neuigkeit. Du machst eine Bekanntschaft, du lernst plötzlich jemanden kennen, der dich weiterbringt. Es antwortet vielleicht noch jemand auf ein Angebot, das du da vorgestellt hast, wo du das Gefühl hattest, da war die Tür verschlossen oder da ging nichts oder wo du dir keine Chancen ausgerechnet hast. Es wird etwas Überraschendes passieren. Es wird so ein kleines Wunder passieren. Es tut sich eine Tür auf, durch die du hindurchgehen kannst. Und das ist sensationell. Das heißt, dieser ganze Prozess im Juli wird da irgendwie noch belohnt und hat sich gelohnt und das ist großartig. Also ein tolles, sensationelles Ende für Ende Juli. Also um jetzt den Juli nochmal zusammenzufassen, es ist viel im Innen, es passiert viel im Innen anfangs, ne? Wir schmieden neue Pläne, wir werden auch ein bisschen pragmatischer und merken, okay, was nicht mehr zu uns gehört, was nicht mehr passt, was mich unglücklich macht, was mir Energie absaugt, das muss weg. Das wird dann nochmal, das braucht nochmal Bestätigung, das Universum schickt uns ja dann immer nochmal Aufgaben, willst du das wirklich? Und zwar im Außen. Da wirst du merken, zwischenmenschliche Beziehungen werden nicht mehr ganz so laufen, wie sie waren. Das ist aber gut. Da kommst du ins Handeln rein. Da ziehst du auch einen Schlussstrich. Du ziehst Konsequenzen. Das ist sehr, sehr gut. Du zeigst dem Universum, ich will das wirklich. Ich will weiterkommen. Ich bin bereit. Das bringt dir Lebensfreude, Leichtigkeit. Und dann gehst du los, kommst ins Handeln. Du tust und machst. Auch wenn es ganz kurz nicht von Erfolg gekrönt ist oder nicht so, wie du dir es vorstellst. Die Krone kommt. Da hinten ist sie schon. Der Schlüssel kommt, das Tor wird geöffnet, es werden Türen geöffnet und das ist wundervoll. Also es wird ein ganz toller Juli. Ich freue mich da sehr. Wenn ich dich in irgendeiner Form unterstützen kann, dann schreib mir gerne Nachricht. In der Infobox ist wieder alles verlinkt oder besuch meine Homepage. Ich freue mich, von dir zu hören. Einen schönen Juli und bis zum nächsten Mal. Tschüss!